Moin, ihr Schnapsleichen. Willkommen zurück zu Resident Evil 2 mit Claire. Yes. Wir machen weiter hier in diesem Räumchen mit diesen... Was waren das? So Kästen, die man verschieben kann. Oh, hier bin ich wieder. Guten Tag. Nein! Oh, jetzt laufe ich auch noch in ihn rein. Wunderbar. Fällt ja gut an heute. Nachladen kann ich auch mal. Jetzt habe ich den Revierschlüssel. Stimmt ja. Und die Armbrust. Die Armbrust ist geil. Die gibt's in Resident Evil Dingenskirchens, ne? Welchen Resident Evil waren das nochmal? War das 4? Nee, 3. Ich komme gerade nicht drauf, welches Resident Evil das war. Auf jeden Fall gibt's in Resident Evil auf jeden Fall die kurz und knapp. Die Armbrust hat die Möglichkeit, dass man die unendlich nachladen kann. Heißt, man kann, wenn man Munition hat, die komplett reinladen. Das finde ich halt ziemlich geil. Ich glaube, Granatenwerfer geht das auch. Jetzt habe ich den Schlüssel und die wird mir keine Tür angezeigt, mit der ich die öffnen kann. Warum? Mit Leon ging das doch. Warum ist Claire da so stur? Muss ich jetzt ehrlich gesagt jede Tür hier nochmal absuchen oder was? Lass mich mal kurz überlegen. Die. Jo. Ich geh jetzt mal runter. So, da hat's kurz geruckelt, weil ich gespeichert habe. Nochmal kurz ein Safe State gemacht. Falls mir das System nochmal abbraucht, das ist mir nämlich schon mal passiert. Vor kurzem. Hab ich keinen Bock, dass es nochmal passiert. Seitdem bin ich ein bisschen gefeit. Speichere so oft, wie es geht. Ach Quatsch. Gewehrschlüssel. Prüfe. Geformt wie ein Karo. Ja. Okay, das ist der Karo-Schlüssel also. Nun weiß ich nicht, welcher. Weiß nicht, wo ich den Karo-Schlüssel einsetzen kann. Das ist halt das Problem. Moment, Moment, Moment. Ganz langsam. So. Hier ging ich durch. Mit der Karte. Das hat die Tür geöffnet. Da oben habe ich dann diesen Stein erhalten. Ich brauche die Kurbel. So. Raus bringt nichts, weil da sind die Zombies. Das heißt, ich könnte hier nochmal gucken. Da sind auch Zombies drin. Da war der Raum, wo die Zombies wieder rausgefloppt sind. Ich habe noch den Diamanten. Ich würde das gerne mal in der Kiste hier ablegen alles, aber da sind die Zombies noch. Ich hoffe mal, die sind hier nicht direkt bei mir. Die fressen so viel Munition. Guten Tag, ich will nur an die Kiste. Das war's eigentlich schon. Ich will nur mal ein bisschen was ablegen. Weil ich könnte den Stein jetzt zwar einsetzen bei der Statue, aber das Ding ist, ich brauche zwei. Deswegen bringt's nichts, die mit mir rumzuschleppen. Das ist völlig sinnlos. Ne? So. Hehe. Ich gehe erstmal wieder raus. Oh. Scheiße. War das oben? Oder war das hier? Ich glaube, es war oben. Da war doch der Glatzkopf, ne? Hier waren die Zombies in dem Raum. Genau. Hier bin ich nämlich letztes Mal in der Aufnahme die fehlgeschlagen ist rein. Und dann ist das passiert. Genau das gleiche. Wann die Penner mich angeknuspert. Drecksäcke, ey. Wie geht's mir denn? Vorsicht. Okay, das geht noch. Weil hier gab's eine verschlossene Tür. Und in der anderen ist ein Licker drin. Und ich will testen, ob das die Tür ist für den Karo-Schlüssel. Die hier. Yes. Geil. Weil da lag nämlich auf der anderen Seite auch noch was. Ich bin natürlich voll in den Nicker reingelaufen in der Aufnahme. Guck mal, da ist Hilfespray. Ja. Nimm's mit. Da auf der anderen Seite, da ist der Licker schon drin. Was? Scheiße. Ich komm hier nicht lang. Scheiße. Nein, hör auf damit.
hab's so gewusst. So, das heißt jetzt, ich werde den Spielstand laden. Ich bin mal ganz frei. So, ist ein bisschen gemogelt, aber was soll ich tun? Zum Glück habe ich nochmal gespeichert. So. Ja, hier rein. Nee, falsch. Dieser. Ich habe es eigentlich gewusst, dass der mich anspringt. Beziehungsweise, dass er da durchkommt, aber. Ich habe gedacht, ich kann mich noch an ihm vorbeimogeln. Drecksack. Ich habe einen Fehler gemacht, ich habe die Sachen nicht abgelegt. Ach, wisst ihr was? Nein! Nein, 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 nein! Nein, hau ab! So, ihr Penner. Na, treff doch! Claire! Gut. Ja. Deswegen wollte ich die Armbrust nicht benutzen, weil die ist ziemlich geil. Aber schon leer, weil die verschießt mehrere auf einmal, ne? Aber ich muss sagen, das war es mir echt wert. Und ich nehme jetzt auch schon das Ding, weil dann habe ich das Inventar-Slot noch frei für das Erste-Hilfe-Spray. Ich müsste eigentlich nochmal zurück und in die Kiste und. Ah, fuck. Da muss ich das Erste-Hilfe-Spray erstmal liegen lassen. Ich nehme mir das Ding und verschwinde. Ich habe ja noch Heilung in der Kiste, von daher, das ist nicht so schlimm, wenn das Erste-Hilfe-Spray erstmal da bleibt. Das kann ich noch nachträglich holen, aber das ist der Licker halt noch drin, ne? Ich will mir halt so viel Laufarbeit ersparen, wie ich nur kann. Mal hier. Ich komme hier nicht um den Tisch rum, ne? Deswegen, ich bin halt da festgehangen. Schnell! Der kommt ja gar nicht. Bist feige, hä? Penner. Guck mal, ob ich das Erste-Hilfe-Spray aufnehme und da ich es nicht aufnehme. Echt, das hat den getriggert? Nicht, dass ich hier dieses Ding da aufnehme, dieses super wichtige Item. Jo, gut. Ich meine ja nur. Dann versauer halt in einem Raum da hinten. Mir doch egal. Ah, so der Kreuzschlüssel, okay. Wäre ja auch zu schön. Wenn mal was auf Anhieb klappen würde. Gut. Dann raus hier. Nichts mehr für uns. Außer Pein und Schmerzen und Tod. Und das kann ich Claire einfach nicht antun. Sie ist noch eine junge Frau. Sie hat noch ein langes Leben vor sich, hoffe ich doch. Deswegen, ich muss ihren digitalen Körper nichts von Zombies zerfetzen lassen. Ich frage mich gerade. Das wird mir nicht angezeigt, das nervt. War hier auch Karo? Oder war hier Herz? Ich glaube, das war der Herzschlüssel. Ich bin hin und her gerissen. Shit. Ich werde einmal reingehen. Komm. Sicher ist sicher. Weil am Ende beiß ich mir in den Arsch, dass ich eine Tür vergessen habe und trage den Schlüssel die ganze Zeit mit mir rum. Hallo? Ist der Ventilator oder klingt so komisch? War nicht noch jemand drin? Oder habe ich dich schon getötet? Ach, da ist der Safe. Ah, stimmt ja. Nein, nein, falsch, ja. 111. Ich war zu schnell. Ja, so. 2, 2, 3, 6. Granaten und eine Karte. Ja. Wenigstens die kann ich mitnehmen. Cool. Die Granaten muss ich erstmal da lassen. Scheiße, ey. Ach, jetzt kann ich das erst sehen. Wunderbar. So, da ist noch eine Tür. Da hinten. Im zweiten ist nichts. Echt nicht? Na gut. Gut. Oben auch nicht. Ja klar. Na gut. Dann. Ist hier noch der Kollege? Ja, der liegt da noch. Schläft gerade. Bisschen zu viel getrunken letzte Nacht. Muss jetzt mal seinen Rausch ausschlafen. Ja, stimmt. Ich glaube, die lagen hier und ich habe die zermatscht.
Gut, da mich hier in diesem Gang keiner mehr stört, gehe ich zurück an die Kiste, wo die Zombies rumschlurfen und lege erstmal alles ab, was ich nicht brauche an Ballast. Und hole mir die Granaten noch, das muss sein. Die Armbrust brauche ich auch erstmal nicht, weil ich keine Munition dafür kriege erstmal. Deswegen ist es gerade so ein bisschen, jo, vergeudete Liebesmühe mit der Waffe. Ich weiß gar nicht, ich glaube für den Colts kriegt man ungefähr 20 Schuss im ganzen Spiel, wenn ich mich nicht recht entsinne. Ich glaube, so irgendwas war das. So. Erstmal den hier weg. Und dann den. Und dann den. Und dieses gute Stück. Das gemischte Kraut nehme ich mal mit. Und sonst. Nö. Gut, lassen wir erstmal alles so. Jetzt muss ich mir noch die Granaten holen. Weil die Säuregranaten habe ich in den Granatenwerfer reingeladen. Das Coole ist, wenn ich jetzt quasi Granaten nehme, ich glaube, die gelben waren Explosionen, kann das sein? Ich werde es ja gleich sehen. Dann werden die Granaten gewechselt. Will heißen, ich habe dann meine Granaten wieder, die ich vorher reingeladen habe, und habe jetzt quasi die anderen dafür ersetzt. Das ist super praktisch, also. Falls ich weiß, hey, ich brauche jetzt gerade Explosionsgranaten, gibt voll die Party, nehme ich die. Ich habe aber im Resident Evil Franchise nie verstanden, wozu Säuregranaten gut sind, weil, weiß ich nicht, die Zombies sind doch schon vermodert, die schmelzen ja nicht dadurch oder sonst irgendwas. Oh, noch mehr Säurepatronen, ja dann. Nichts mehr. So. Auch ziemlich geil, ich kann alles komplett in den Granatenwerfer reinladen. Ist so fantastisch. Genau, hier war Herz. Mal gucken. Jo. Das heißt, ich muss raus und komplett in die andere Richtung. Wieder viel Laufarbeit in Resident Evil. Das bleibt aber leider nicht aus, liebe Freunde. Das ist nicht drin. Mal was orientieren. Das heißt, ich muss hier raus. Bin dann in dem Gang und dann die rechte Tür. Ist die zu? Oder muss ich geradeaus? Ich muss gleich nochmal gucken. Ich bin ja dann in der Haupthalle. Aber. So. Genau. Da ist die Eingangstür, wo ich reingekommen bin. Also, da geht's wieder raus. Das ist die große Tür. Da geht's einmal rundherum. Und dann ist die kleine Tür, aber die ist zu, ne? Und da komme ich, glaube ich, von der anderen Seite aus. Also, das ist die Tür neben dieser hier, aber der da, links. Die ist zu, ne? Ja, okay, da kann ich nicht rein, gut. Das heißt, ich muss komplett außen rum gehen, ey. Na ja, klar. Dann frage ich überhaupt. Der Mauszeiger hatte wieder ein Rädchen gerade. Ich hatte gerade ein bisschen Schiss. Das gefällt mir hier nicht alles. Ich will irgendwie locken, dass ich vorbei kann. Komm da raus aus deiner Ecke. Komm, die Party ist hier. Geile Rothaarige hier. Komm, greif zu. Frisch. Okay, der ist ja auch noch da, stimmt. Also sind hier vier Stück. Wollt ihr mich rollen? Ist hier Konferenz oder was? Krabbel, krabbel. Ist euch mal aufgefallen, dass 90% der Zombies nur Männer sind? Also an Claires Stelle hätte ich da schon. Ach, ist egal. Ihr wisst. Worauf ich hinaus will. Ah! Nein! Hör auf! Nicht Anzug. Nicht. Nein! Wenn ich jetzt wegen dir Penner-Gesicht sterbe. Nein! Alter. Ich bin noch gut. Was? Ich seh nichts. Überall Zombies! Fresse! Oh Gott, das hat mich jetzt ein komplettes Heilkraut gekostet. Nee, noch nicht. Noch nicht. Alter Schwede. Die umzuholzen macht halt keinen Sinn. Das frisst nur Munition. Die Säuregranaten brauchen schon richtig große Klopper. Uah. Hey. Nö, nö, nö. Du nicht. Hau ab. Triffst du ihn? Ich weiß es nicht. Ich sehe ihn nicht. Komm mal in meinen Sichtradius, Junge.
Ah, er ist gerade umgefallen. Soll ich oder soll ich nicht? Das ist hier die Frage. Oder... Ach, weißt du was? Ich guck mal. Was ist denn der? Da steht er gerade wieder auf. Ich weiß nicht, inwiefern das Schaden macht. Der ist ein bisschen dunkel gerade. Warum sind hier wieder so viele Zombies, meine Fresse? Was soll denn das? Hab ich doch schon umgebracht, erzählt mir nichts. Halt dein Maul. Wie kann der noch leben? Du hast gesuppt. Erzähl mir nichts. Das kommt mir. Ich muss das gemischte Kraut nehmen, geht nicht anders. Ich hab keinen Bock, dass mich jetzt auf einmal nochmal dicker. Ja, klar. Wo kommt ihr denn überall her auf einmal? Ist doch nicht zu fassen. Beim Fressen jetzt auch voll viel Munition. Guckt euch an. Und dann zuckt er noch so und tut so, als wäre er tot. Ja, ja. Die Ticks kennen wir alle. Oh, da ist auch noch einer. Ich werde wahnsinnig. Ich muss die töten. Wenn ich an denen vorbeigehe, dann knuspern die wieder. Ja, und Heilung habe ich auch nicht mehr viel, deswegen. Ach, tschüss, ja. Viel Spaß. Und 11 Säuregranaten. Zahl auf Halt kommt, muss ich den nehmen. Geht nicht anders. Weil ich werde nicht den Colt nehmen. Könnt ihr vergessen. Niemals. Was? Nein. Ja. Gott. Die haben mich voll geflaxt. Vorher war hier nix. Jetzt sind alle Zombies da. Zumindest ist hier niemand. Okay, Leute, ich merke gerade, ich überziehe schon wieder und überventiliere wie ein kleines Mädchen. Hey, alter Schwede. Ich hätte nicht gedacht, dass da nochmal so viele Zombies kommen. Ach du Scheiße. Aber ich schaffe das schon irgendwie. Muss. So, dann bedanke ich mich schon mal fürs Zusehen. Ein bisschen langer Tag heute. Ich muss mal langsam ins Bett. Und ja. Lasst gerne einen Kommentar und ein Like da, wenn ihr mögt, bei Resident Evil 2. Freut mich, wenn ihr meine Projekte schaut und unterstützt. Für alle, die es noch nicht wissen, um mal ein bisschen Werbung zu machen, schaut dann nochmal gerne auf Facebook vorbei, da poste ich jeweils die Video-Links und alle weiteren wichtigen Informationen werden auch dort erscheinen, auf meinem Facebook-Channel PixelHLP. Und ja, schaut das nächste Mal wieder rein, wenn es wieder heißt Resident Evil 2 mit Claire.